Servus, ich bin der Felix Müller, bin 25 Jahre alt, spiele auf der linken Außenbahn, bin von Würzburger Kickers nach Sandhausen dieses Jahr gewechselt und freue mich auf die Saison. Hartwall TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Also persönlich fällt es mir ein bisschen einfacher, das zu beschreiben. Ich bin ein recht offener Typ. Ich glaube, mit mir kommt jeder ganz gut klar und bin immer gut drauf. Und das ist mir auch wichtig. Auf dem Platz die Qualitäten zu beschreiben, ist für einen selbst immer ein bisschen unangenehm vielleicht. Oder vielleicht ist man dann selber nicht der richtige Ansprechpartner. Das sollen dann oft andere beurteilen. Ja, also Qualitäten bei mir liegen, denke ich, auf der linken Außenbahn, auch im Tempo mit meinem linken Fuß. Auch habe ich technisch viele Möglichkeiten, enge Situationen zu lösen und bin sehr flexibel, auch einsetzbar und hoffe, dass ich so der Mannschaft gut weiterhelfen kann. Schwächen, denke ich, hat man überall oder es gibt viele Sachen, wo man arbeiten kann dran und speziell bei mir, denke ich, am schwachen Fuß kann ich mich noch sehr gut verbessern. Sehr einfach, muss ich sagen. Also dadurch, dass der Verein sehr ruhig ist und auch die Mannschaft mich super aufgenommen hat direkt, ist mir relativ einfach gefallen. Ein anderer Aspekt, wo es mir sehr einfach macht, ist, dass ich auch aus der Gegend komme. Also ich komme aus Pirmasens, eine Stunde von hier. Und das macht es mir auch nochmal einfacher, dass ich nah an der Familie bin. Ja, ich kann schon einige Spieler, unter anderem natürlich den Duckfuß Snatch, weil ich mit dem in Würzburg zusammengespielt habe. Aber auch Marcel Segert habe ich in Mainz mal zusammengespielt und den Lindsay kenne ich, weil er bei mir aus der Ecke kommt. Und so gibt es immer wieder Spieler, die man immer wieder sieht im Fußball. Also das ist, denke ich, unterschiedlich. In meinem Fall war es so, dass man mal das ein oder andere nachgefragt hat, gerade jetzt beim Netz, wo ich da den größten Kontakt noch hatte. Und, aber was ich auch überraschend fand, als ich dann unterschrieben habe, als es veröffentlicht wurde, dass auch viele direkt mir geschrieben haben und mich beglückwünscht haben dazu. Auch Spieler jetzt aus der Mannschaft, wo ich jetzt nicht so einen Kontakt habe, aber das fand ich super. Natürlich das, dass der Verein sehr bodenständig ist und es ein ruhiges Umfeld ist. Das sieht man hier jeden Tag und dass man in Ruhe arbeiten kann. Des Weiteren, dass natürlich auch für die Entwicklung von jungen Spielern bekannt ist und das hat auch die Vergangenheit gezeigt und wie der Trainer arbeitet und wie der Trainer die Mannschaft einstellt und weiterbringen will. Das hat sich auch so bewahrheitet, bisher natürlich, wie ich es mir gedacht habe. In meinem Fall gab es da viele Gründe. Also natürlich wollte ich den Schritt wieder in die zweite Liga machen. Was entscheidend für mich war, dazu kommt halt, dass Sandhausen für mich ein Verein ist mit Perspektive, wo man sich auch super weiterentwickeln kann. Und dazu noch bei mir die Heimatnähe, das war für mich also wirklich in der zweiten Liga der perfekte Verein.